Ja, hier ist Iris. Ich versuche jetzt auch mal ein Video aufzunehmen. Letztes Mal hat es leider nicht so gut geklappt, wie ich das wollte. Ich habe diesen Cube noch nicht sehr viel gespielt, muss ich zugeben. Ich bin allerdings sehr geneigt, hier den Time Twister zu nehmen. Es ist einfach vom Raw Power Level her die stärkste Karte. Wir haben auch ein Lionsight Diamond drin, was wir vielleicht wheelen können. Das wäre echt awesome. Ja, ich denke, wir nehmen einfach den Time Twister. Das ist hier der sinnvolle Pick. Frost Titan wäre wahrscheinlich Toffels Pick. Aber Toffel kann auch kein Magic und ist langweilig. Deshalb Time Twister. So. Time Twister ist auch deswegen so cool, weil es tatsächlich in verschiedene Decks passt. Es ist einfach eine sehr starke Karte. Am besten ist es natürlich in Artefakt-Ramp-Decks, wo man es Turn 2 spielt, mit möglichst keiner Handkarte mehr. Oder halt in Storm. Und für beide Decks ist Scrollwreck ziemlich stark. Für das Artefakt-Deck ist Baleful Strix solide. Ist vor allem mit dem Abyss ziemlich gut, den aus irgendwelchen Gründen fast nie jemand möchte. Und Metamorph ist auch okay fürs Artefakt-Deck. Ich denke, dass ich hier einfach Scrollwreck nehme, weil es auf jeden Fall in beiden möglichen Decks in die Time Twister uns bringt, eine sehr gute Karte ist. Es ist auch nichts wirklich Krasses hier drin, was mich den Time Twister abandonen lassen würde. Deswegen einfach Scrollwreck. So, Fixing ist natürlich immer wahnsinnig wichtig in Storm. Storm ist tatsächlich in diesem Cube ein sehr gutes Deck. Ich verliere relativ oft noch, weil ich extrem schlecht spiele. Aber im Wesentlichen ist es ein gutes Deck, womit man gut gewinnen kann. Ich glaube, von den Ländern, also es ist hier einfach nichts anderes dran, wir werden hier ein Land nehmen, ist Watery Grave das Beste. Volcanic Island ist auch sehr gut, aber in Schwarz, also man kann manchmal auf Rot verzichten. Rot sind im Wesentlichen Wheel of Fortune, Seething Song und Izzet Charm und so und Faithless Looting. Aber Watery Grave ist einfach wichtiger. Hier ist ein True Name Nemesis drin. Das ist natürlich ganz schön eklig. Es ist auch gar nicht mal so viel für uns drin. Ich nehme jetzt das Signet, weil ich überhaupt keine Lust habe, schon im Nemesis zu spielen. Johannes darf ihn sich nehmen und ein Equipment drauflegen, wenn er möchte. Ich werde das Signet nehmen. Das passt auch sehr gut in Storm. Das passt auch vor allem sehr gut in Artifact Ramp. Und ich finde es noch wirklich verteidigbaren Pick hier und so, deshalb nehme ich das. Ja, hier ist tatsächlich noch ein Seething-Song drin, den wir wahrscheinlich sogar noch wählen, es sei denn, irgendjemand von den anderen ist fies genug, auch Storm zu draften, obwohl ich in diesem Draft sitze und alle wissen, dass ich vermutlich versuchen werde, Storm zu draften. Ich force es nicht, ich habe einen Time Twister aufgemacht. Ich möchte das betonen. Ich hatte keine andere Wahl. Aber wir nehmen hier Mystical Tutor. Mystical ist insane. Das sucht der Time Twister, das sucht unsere Win Conditions. Und hoffentlich wählen wir einfach den Seething Song. Und hoffentlich spielt niemand diese Nether Void gegen uns. Das wäre echt eklig. Nostalgic Dreams ist eine sehr solide Karte. Ich nehme einfach Ritual. Wahrscheinlich wählen wir noch Nostalgic Dreams. Es sei denn, Toffel, der Spaßverderber, nimmt es. Das kann immer passieren. Aber Dreams ist von der Mana-Base auch wirklich schwierig. Man ist meistens Five Color. Die Farbe, die man am öftesten nicht ist, ist weiß. Weil man da im Wesentlichen Mirari's Wake und Enlightened Tutor hat. Aber Dark Ritual wird auf jeden Fall gut sein. Deswegen nehmen wir einfach die Karte, die auf jeden Fall gut ist. Meine Lieblingsänderung in diesem Cube ist auch, dass sie Aether Sworn Canon rausgenommen haben. Eine Karte, die ich sehr leidenschaftlich zu hassen gelernt habe in der letzten Iteration des Magic Online Holiday Cubes.
Das ist auf jeden Fall noch ein ziemlich guter Booster. Ist noch ein Port drin. Ich hoffe, dass den niemand gegen uns spielt. Sylvan Library sind wir extrem zufrieden mit. Die macht einfach tolle Sachen. Guter Grund, grün zu sein. Grün ist man eigentlich immer für Regrowth, für Sylvan Library, für irgendwelche Heartbeat-Effekte. Sylvan Library ist gut. Das ist jetzt alles nicht so stark. Das Fixing ist wie gesagt wichtig, deswegen nehme ich hier Lanova Wastes. Ist natürlich echt unangenehm, dass da noch eine Opposition ist. Ich bin fast geneigt, sie zu hate-picken. Denn durch eine Opposition durchzugewinnen ist tough. Inquisition ist auch nicht schlecht. Ich glaube aber, dass wir einfach das Fixing hier brauchen und deshalb nehmen wir es uns. Hier haben wir noch unseren Pick. Ich nehme wahrscheinlich Marshfels. Lineside Diamond ist natürlich auch richtig gut. Ist tough. Das ist echt unangenehm. Das ist fies. Ich nehme das LED. LED ist einfach zu gut. Macht einfach alles. Wenn man weiß, wie man es benutzen muss. Toffel und ich, wir haben mal einen Cube gespielt, wo das LED nicht funktioniert hat. Das war bugged. Also man konnte nicht Priority keepen. Und unser Gegner ist komplett ausgerastet, weil wir so lange gebraucht haben. So. Underground River ist gut hier. Confi stirbt wahrscheinlich einfach. Deshalb nehme ich den River. River ist cool. Wenn wir eh keine Fetchländer haben, ist auch egal. Ja, dann haten wir hier mal Chain Lightning. Wir spielen eh nichts. Und Chain Lightning ist unangenehm. Ja, es sieht nicht so schlecht aus bisher. Also es könnte besser sein. Wir müssen auch noch die Win Conditions kriegen. Aber im Wesentlichen sind wir auf einem guten Weg. Wir haben ein paar Länder, auch wenn das alles diese Pain-Länder sind, die wirklich wehtun und die sich schlecht fetchen lassen. Nämlich gar nicht. Aber wir kommen schon klar. Ja, wie Maya Coast ist ja auch schön. Ah, da ist unser Saving Song. Das war gut. Das war wichtig. Wollten wir noch was? Ja, die Nostalgic Dreams vielleicht. Waren die hier dran? Wenn sie da drin waren? Ja, nee. Schade. Es wird nicht ganz so zuverlässig, wie wenn man mit Random Guys draftet. Leider. Aber, kann man nichts machen. Was ich jetzt brauche, ist ein Black Lotus. Und ein Recall. Und eine Library und dann bin ich zufrieden. Vielleicht noch ein Mox Diamond. Mox Diamond ist cool. So. Das ist weniger. Das ist entweder einfach ein Breeding Pool oder ein Silesnia Signet. Hierarch ist irgendwie nicht so der Plan. Wir können auch nicht mehr wirklich wechseln. Wir sind jetzt ein Combo-Deck. Das ist auch cool. Combo-Decks machen Spaß. Schauen wir mal, ob ich in der geistigen Verfassung bin, es auch zu spielen. Ich denke aber, dass es cool ist. Wir können hier den Orkischen Lumberjack unter Umständen wheelen. Also, ich meine, wir können ihn wheelen. Ich weiß nicht genau, ob wir ihn gebrauchen können. Ich nehme jetzt den Breeding Pool. Breeding Pool ist sehr, sehr gut hier. Wir haben schon Watery Grave. Wir wollen einfach auch irgendwie jedes Duel einmal haben, damit wir, wenn wir Fetchländer sammeln, auch wirklich auf alles fetchen können. Es ist natürlich nicht der Traumbooster. Das ist nicht das, was wir wollten. Wow. Immer wenn ich Jitte kriege, dann habe ich diesen Creature-Account. Das ist nicht so cool. Treachery ist natürlich ziemlich solide. Das ist meiner Meinung nach eine der underratedsten Karten in diesem Cube, weil er sehr, sehr oft wheelt und er ist einfach wahnsinnig stark in einem Format, wo jeder irgendwie 5-6 Artefakte mindestens spielt. Wo man ihn sehr leicht, sehr krass abusen kann. Aber so richtig passend tut es nicht. Also wir haben hier Bloodstained Maya, das ist gut, das findet auch
nur eins unserer Duels, das ist nicht so cool. Aber wir können das, glaube ich, nicht nehmen, weil wir hier zu wenig Playerbits haben. Ich nehme Ancestral Vision, weil wir guten Card Draw einfach brauchen. Sonst funktioniert das Deck nicht. Ein Vision Turn 1 zu spenden ist immer ganz nice, dann gewinnt man halt. Sobald die kommt, das ist cool. Treachery ist vielleicht auch der richtige Pick, ich weiß es nicht genau. Ja, die Jitte wird uns auf die Fresse geben, aber was soll's. Palinkron. Palinkron ist gut. Palinkron wird aber hoffentlich. Die Frage ist, was wir sonst nehmen. Arbiter ist überhaupt kein Plan. Oracle ist sehr zerbrechlich. Allerdings, wenn sie liegt, ist sie natürlich echt sick. Und wenn sie liegen bleibt. Und dann ist da noch ein Isid-Signet. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, dass es das Signet sein muss. Wir müssen den Palinkron reelen. Wir haben auch noch überhaupt keinen Heartbeat-Effekt. Und Heartbeat-Effekte sind auch recht gefährlich. Es sei denn, sie sind Miraris Wake. Ich nehme das Signet. Das kann sein, dass es falsch ist. Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr gepickt hättet. Aber ich nehme einfach das Signet. Overgrown Tomb. Overgrown Tomb ist gut. Und wahrscheinlich auch besser als Frantic Search. Ja. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist besser als Frantic Search. Es kann sein, dass wir bald merken, wir brauchen einfach die Karten. Wir brauchen auch zum Beispiel immer noch Finisher. Aber ich denke, dass wir da was bekommen. Der Cube ist ziemlich klein. Und wenn niemand anders Storm draftet, und ich glaube, es draftet niemand anders Storm, das hätten wir gemerkt, dann kriegt man immer einen Finisher. Wobei, Toffel ist neulich, glaube ich, geschafft, hat keinen Finisher zu kriegen. Dann hat er ja nicht so richtig ein Deck. Naja, das passiert uns diesmal nicht. Ich nehme Overgrown Tomb. Living Death, you says. Living Death ist ein interessanter Backdoor-Plan. Das finde ich eigentlich echt cool. Wenn wir so Mindseizer aufsammeln, das ist eh ganz cool, random Fettis zu spielen. Und Living Death ist im Notfall einfach ein Sweeper. Toxic Deluge ist natürlich auch ein Sweeper. Regrowth wollen wir auch haben. Mit Toffel im Draft ist nicht sicher, dass es weird, aber normalerweise weird das. Ja, man kann schlecht auf Erfahrung zurückgreifen in diesem Draft, also nur halt auf Erfahrungen mit den anderen Berliner Spielern, weil die alle ein bisschen anders sind als Random Guy. Aber ich denke, dass Living Death hier ein guter Pick ist. Ja, Chromebox ist irgendwie... Chromebox ist okay. Aber ist auch ein Badlands. Das haben wir noch nicht, das Land. Das brauchen wir noch. Aber wir haben jetzt Breeding Pool, Overgrown Tomb, Watery Grave. Badlands ist noch super. Chromebox... Weiß nicht. Bin nicht so ein ganz großer Fan. Meistens hat man nicht so viele Spells, die man noch abgeben kann. Und dann nicht von der Farbe, die man quasi, wie dem auch sei, ich nehme Badlands. Nicole Bolas. Sulfur Springs brauchen wir jetzt nicht. Die Frage ist, ob wir Restock nehmen oder einfach Nicole Bolas. Boom. Das wäre auch eine Wincon, wenn wir am Ende doch keinen Finisher bekommen. Denn es kann passieren. Es ist unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Es wird immer wahrscheinlicher. Ich nehme mal Nicole Bolas. Der macht Spaß. Wir haben jetzt so den Notfallplan von Living Death Nicole Bolas. Wir kriegen das irgendwie hin. Das wird ein gutes Deck. Skiding Tarn. Skiding Tarn, Polluted Data, Precursor Golem. Ich glaube, wir brauchen hier ein Fetchland. Wir haben schon 4 Duels. Wir wollen Fetchland. So, Polluted Data findet, Overgrown Tomb, Breeding Pool, Badlands und Watery Grave alle. Während Skiding Tarn, Breeding Pool, das nicht, das nur 3 findet. Dann nehmen wir Polluted Data. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist super. Precursor Golem ist auch eine schöne Notfalllösung.
So, Sacred Foundry. Aber wie gesagt, die Farbe, die man am häufigsten nicht ist, ist weiß. Es kann gut sein, dass wir dieses Land nicht brauchen. Und das ist ein Signet. Und ein Orkish Lumberjack, aber ich glaube nicht, dass wir den Lumberjack wollen. Ich nehme das Signet. Es kann sein, dass es falsch ist, aber Sumi. Wow. Okay, das ist mir zu respektlos. Wir haben jetzt den Primary-Plan von Storm mit dem Backup-Plan Nicol Bolas, Living Death oder Tezzeret. Das wirkt unfokussiert, aber ist es auch. Aber wird gewinnen. Ich werde diesen Draft gewinnen. Ich weiß noch nicht, wie dieses Deck gewinnt, aber es wird gewinnen. Ich nehme jetzt den Palinkorn. Wir haben jetzt eigentlich alles. Es fehlen nur noch die dicken Sachen zum Reanimaten, die Tutoren, die Heartbeat-Effekte, der Card Draw und die Discard Outlets. Und alles andere haben wir jetzt. Ha! Nein! Halt, stopp. Wir brauchen Frantic Search. Irgendwann Leviathan ist cool. Wir haben Griselbrand, glaube ich, noch nicht geschippt. Ich hoffe. Griselbrand wäre natürlich am coolsten. Frantic Search. Wenn wir dann die Fettis haben, können wir sie abwerfen. Und Frantic Search ist einfach zu wichtig. Sphinx. Toxic Deluge. Ich denke, dass ich hier die Sphinx nehme. Weil wenn wir keinen Finisher kriegen, dann brauchen wir was mit. Ah, ich nehme den Sweeper. Dagegen will ich nicht spielen. Auch dagegen will ich nicht spielen. Na, Praise of Progress. Dagegen will ich auch nicht spielen. Ja, glaubt mir. Vertraut mir. Dieses Deck wird richtig gut. Wir werden diesen Draft gewinnen. Ich habe mir nicht vorher überlegt, dass ich Storm forcen werde. Ich bin rein geforst worden. Ich habe es nicht geforst. Ich habe einen Time Twister geöffnet und den Lion's Eye Diamond gewählt. Da hat man keine Wahl. So. Da ist unser Recall. Yawgmoth Will. Oh. Yawgmoth Will wield ziemlich häufig in diesen Drafts. Ich weiß nicht warum. Die Karte ist insane. Die Karte ist absolut absurd stark. Auch in normalen Decks. Ich glaube nicht, dass sie mit diesen Leuten, in diesem Booster vor allem auch, wheelen wird. Aber ich träume davon. Denn mit Will hätten wir plötzlich ein Deck. Das wäre super sick. Aber Recall ist hier einfach wichtiger. Recall ist einfach alles, was dieses Deck will. Beziehungsweise ein Teil dessen, was dieses Deck will. Time Spiral. Jo, das wird wohl einfach Time Spiral. Das ist gut. Wir brauchen mehr Wheel of Fortune Effekte. Und Time Spiral ist einer der besseren. Weil es nämlich kein Mana kostet, wenn man es nicht mit Artefakten rausräumt. Es ist halt bitter, dass wir keine Moxe oder so haben. Unser Deck ist sehr, sehr langsam. Das kann in dem Format ein Problem sein, weil so Turn 1 Emrakul oder so besiegen wir nicht. Aber besiegt man nie, gebe ich zu. Aber so grundsätzlich selbst Turn 5 Emrakul ist ein Problem für dieses Deck. Und einfach Monorot ist ein sehr großes Problem für dieses Deck. So, hier haben wir Buried Alive, aber ich glaube nicht, dass wir noch genug Fettis kriegen, um Living Death irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Das ist schade. Das wäre eine schöne Notfalllösung, denn es wird immer knapper mit dem Finisher kriegen. Und wenn wir keinen Finisher haben, dann haben wir genau Tezzeret Nicol Bolas. Was wenig ist. Hier können wir halt entweder den Misty Rainforest nehmen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall besser als Godless Shrine. Ja, ist auf jeden Fall besser. Oder wir nehmen Force. Ich glaube, Force ist cooler. Force ist echt gut in einer Powered-Umgebung. Weil es das halt ein bisschen fair hält. Rainforest ist cool, aber Force ist besser. Da ist immer noch kein Finisher. Oh Mann. Oh Mann. Gut, wir nehmen hier Preordain. Preordain. Eine gute Karte. Wow, wir haben keinen Heartbeat-Effekt gesehen.
Und wir haben keinen Storm-Finisher gesehen. Ist echt ungewöhnlich. Wir haben fast alles andere, was das Deck braucht, aber ohne Finisher ist es kein Deck. Aber genau, Nicole Bolas und Tesseret. Wenigstens können wir zeigen, dass Tesseret gut ist. Das glaubt mir keiner. Oh, okay. Oh, ich freue mich schon darauf, unsere Gegner mit Lion's Eye Diamonds zu verkloppen. Oh, Toffel hatte neulich einen Draft, wo er die Möglichkeit hatte, Turn 2 mit dem Lion's Eye Diamond anzugreifen und er hat es nicht gemacht, weil er übelst ein Noob ist. Langsam, aber sicher mache ich mir Sorgen. So, Entomb ist irgendwie nicht der Plan, glaube ich. Das ist so schlecht. Können Awakening Zone nehmen. Awakening Zone ist nicht schlecht. Wir wollen auch nicht, dass der Typ mit der Opposition die Awakening Zone kriegt. Und es lässt uns so ein bisschen rampen. Ja, ich glaube, Awakening Zone ist hier auf jeden Fall besser als Entomb oder Old Man of the Sea. Wo hier auch ein Garruk drin ist. Ah, vielleicht ist Garruk ein bisschen besser. Es rampt uns und es ist auch eine Notfall-Win-Condition für, wenn jetzt doch irgendwie alles schief geht, wenn ich innerhalb der nächsten 3 Picks noch einen Finisher kriegen. Da spielen wir Planeswalker Control Storm Ram. Irgendwas. Ohne Wincon. Oh Mann. So, hier ist eine Tropical drin, das ist cool. Ich glaube, ich nehme Terastodon. Ich gebe zu, ich habe noch nicht so viele Möglichkeiten, Terastodon in den Friedhof zu suchen. Für Living Death. Und es ist auch generell nicht so ein guter Plan. Ich glaube, ich habe mich gerade überzeugt, nicht Terastodon zu nehmen, sondern Tropical. Ja, Tropical ist cool. Wir kriegen noch alles. Wir kriegen noch alles. Was will ich denn mit einem Terrasse dann? Für 9 angreifen oder was? Nein. Wir haben noch 2 Picks. Man muss einfach ins Herz der Karten glauben. Man muss da einfach ein bisschen Vertrauen zeigen. Nekropotenz, ja? Dark Ritual Nekropotenz. Ich möchte an dieser Stelle zugeben, dass ich Nekropotenz wahrscheinlich unterschätze, weil ich die ersten paar Mal es nicht gelesen habe und einfach nicht verstanden habe, wie die Karte funktioniert. Und viele Spiele verloren habe, weil ich der Macht des Lesens nicht mächtig war. Root Awakening ist eigentlich auch eine Karte. Ist auch gar nicht mal so eine schlechte Karte. Aber wir haben keinen Heartbeat-Effekt. Ich nehme mal Necro. Auch unter mit der Gefahr, mich wahnsinnig zu blamieren. Ja! Alles gut. Wir haben Brain Freeze. Das heißt, solange keiner unserer Gegner Eldrazi hat, können wir gewinnen. Ich weiß nicht genau, wie wir gewinnen, weil wir auch einfach wirklich nicht viel Storm produzieren. Wir können nicht Infinite Mana machen, wir können nicht Infinite Storm produzieren. Wir können halt für ein bisschen Brain Freezen und dann hoffen, dass es reicht. Wir haben ja nicht mal Wheel-Effekte, die millen. Irgendwas ist sehr, sehr schief gelaufen. Das soll normalerweise nicht so laufen. Irgendwie so ein Memory Jar oder so wäre gut gewesen. Da ist unser Will immerhin. Das ist ziemlich gut. Will ist insane. Wir nehmen mal jetzt Will und sagen mal, es war ein Win. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das ist alles recht unimpressive. Ich verstehe nicht, warum diese Karte hier drin ist. Ja, es ist ganz cool, das Turn 2 zu spielen, aber selbst dann ist es nicht so richtig krank. Ich nehme mal Willbender. Wer weiß. Vielleicht wollen wir die irgendwann mal spielen. Ich glaube. Na, wir haben keine Kreaturen. Das heißt, Buried the Life ist irgendwie nicht so der Plan. Ich nehme hier Abrupt Decay. Wir haben die Mana Base, glaube ich. Aber wir haben sehr wenig Fetchländer. Das ist irgendwie nicht so gut gelaufen. Einfetchen. Aber es klappt schon irgendwie. Abrupt Decay ist eine gute Disruption-Karte. Genesis. Oh Mann.
Google Turf spielen wir niemals. Oder? Wir haben Time Spiral und... Ja, okay, Genesis spielen wir niemals. Wir nehmen Google Turf. Ha! Niemand will die Awakening Zone. Ha, 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 ha. You utter, utter fools. Es wird ein interessantes Deck. So, das sind jetzt 24, das sortiert nach Card Draw, Card Filtering, Card Selection irgendwie hier oben. Hier im Wesentlichen alles, was irgendwie Mana produziert. Und hier die Disruption. Das da oben sind meine Wincons. Ich muss noch eine Karte cutten. Weil ich möchte gerne 18, also 17 Länder plus Lion's Eye Diamond spielen. Lion's Eye Diamond bleibt. Das ist gut mit Time Spiral, mit Time Twister, mit Yawgmoth Will und greift auch an mit Tesseret. Der Garo gefällt mir auch richtig gut. Vielleicht nehme ich einfach den Palinkron raus. Vielleicht ist er einfach nicht gut genug. So, Palinkron raus. Und jetzt nach Farbe, Länder rein. Was haben wir hier? Wir haben hier Random Länder. Das sind alles Duels. So, für Rot, wir haben nur zwei rote Karten. Für Rot haben wir auf jeden Fall genug. 1, 2, 3 Quellen plus Izzet Signet. Für Schwarz haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quellen plus 1 Signet. Das heißt, gerne noch ein Swamp. Für Blau haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quellen. Da brauchen wir tatsächlich noch 2 oder 3. Und für Grün haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 2 Signets. Ein Forest noch. Wir haben noch 2 Länder. Dann nehmen wir noch ein Swamp und noch eine Island, glaube ich. Jo, das ist unser Deck. Ich gebe gerne zu, es ist nicht das optimale Storm-Deck. Es ist ein bisschen schizophren. Aber wir werden damit gewinnen. Ich habe da volles Vertrauen. Ich vertraue auf mein Deck und auf das Herz der Karten. Und ich submitte.